Vielleicht haben wir hier mit Meerwaldes Vitolz, Alter, der hat den Namen schon wieder zum Vergessen, meine Damen und Herren. Vielleicht haben wir mit ihm jetzt ja endlich aus Lettland hier einen Superstar eingekauft. Der sieht sehr vielversprechend aus, bis 74 Stärke. Und wir sehen hier, Alter, 1,1 Millionen Euro ist der schon wert. Tatsächlich, damit haben wir auch den ersten aus Lettland abschiffen können, der uns hier in der Mannschaft wahrscheinlich nochmal ganz gut einen Jugendpush geben kann. Meine Damen und Herren, ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 22 Karriere mit Werder Bremen. Nächster Jugendscouting-Bericht. Hier kann man auch theoretisch aus Frankreich noch ein paar absolute Superstars ergattern. Wobei jetzt bisher die Ausbeute nicht absolut geil aussieht, aber nee, die sieht absolut scheiße aus, ehrlich gesagt. Also da bin ich dann doch ein bisschen erschrocken. Aber trotzdem, wir haben jetzt hier einen linken Flügelspieler aus Lettland und der bietet doch mal ordentlich Potenzial. Jemand, der bis 94 hochschießen kann, hat eine 59 Gesamtstärke. Da finde ich es sehr interessant. Warum ist denn der 1,1 Millionen Euro wert? Das finde ich ein bisschen komisch, aber wir werden ihm auf jeden Fall einen Entwicklungsplan hier geben. Das ist jemand, der schnell ist, schießen kann, dribbeln kann, Physis hat er auch. Also ganz ehrlich, der ist auf der Flügelposition sogar ziemlich gut unterwegs und ich würde auch sagen, dass wir ihn da weiterhin ausbilden. Ich würde sehr gerne sogar seinen Schuss damit verbessern, hätte ich sogar gesagt. Das wäre cool, wenn wir so jemanden hätten, linker Flügel, so ein Ribéry, weißt du, der dann halt in die Mitte zieht und einfach mal abschießt. Vor allen Dingen, weil er auch ein Rechtsfuß ist. Also es trifft sich sehr gut. Von daher würde ich sagen, komm, wir machen mal einen inversen Flügelspieler, also genau das, was wir wollten, jemand, der reinzieht und dann eben zum Abschluss geht. Wir haben immer noch unseren Cook hier, unseren Harry Cook, der auch auf der linken Seite spielen kann, der auch am Köcheln ist, ne, der sich auch so sein Potenzial hochkocht. Ja, ansonsten erwartet uns jetzt eine Partie gegen Borussia Dortmund und ich würde sagen, hier kann man doch mal wieder ins Teammanagement reingehen. Nicht, weil unsere Spieler unbedingt groß ausgewechselt werden müssen, weil wir haben eine Wahnsinnsmannschaft hier vorne mit drin. Mambimi hat sogar eine 76, das wusste ich gar nicht oder hatte die schon immer gehabt. Das sieht ein bisschen anders bei ihm aus, ein bisschen besser bei ihm aus. Goller vor allen Dingen hier auch mit einer 75, also sehr stark alle unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich hier runter scrolle und ich die beiden hier sehe, vor allen Dingen Kagawa, kriege ich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das muss doch jeder, der Fußballfan ist, muss doch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommen. So, Hofmann bringen wir mal wieder rein in die Partie gegen Pieper, der soll mal wieder von Anfang an spielen und ein bisschen seine Spielpraxis wieder nach oben geschossen bekommen. Und wisst ihr was, ein Schneider setze ich auch ein. Auch der soll ein bisschen Spielpraxis bekommen, vor allen Dingen, weil Pavlenka eben schon ein bisschen älter, na, wobei ein bisschen älter. Das ist ja eigentlich das beste fußballerische Alter für Torhüter, ne, darf man nicht vergessen. Gianluigi Buffon hat ja auch gefühlt bis 55 Jahre Torwart auf höchstem Niveau gespielt, also, weil meine Sorge war es halt, okay, der ist schon 31, der wird halt nicht besser, ne, und vielleicht sollten wir so langsam ein bisschen durchstarten, den Schneider zu trainieren, aber trotzdem, ich setze ihn einfach mal ein, und zwar mit dieser Mannschaft hier, und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Alter, geil gesehen von Elangard, der umgenietet wird, und in der 5. Minute gibt es einen Freistoß aus sehr vielversprechender Position. Und da würde ich sagen, soll Barrios den mal reinflanken? Ich habe eigentlich ein bisschen was anderes vor. Ich möchte ihn eigentlich kurz spielen, aber ich habe ein bisschen die Panik, dass da meine Spieler gar nicht rankommen. Von daher würde ich sagen, ist Flanke sogar wirklich die beste Option. Flanke kommt rein, dann nimmt uns Schmied den an, aber irgendwie halt eben auch nicht. Dahoud an der Stelle, ich fand es sehr lustig, die Aufstellung, die sie gewählt haben. Ich glaube nämlich, wenn mich hier alles täuschen müsste, Dahoud, glaube ich, als Zehner agieren. Dann habe ich, glaube ich, außerdem gesehen gehabt, dass ein Bellingham auf dem Flügel unterwegs ist. Und Haaland haben sie natürlich vorne mit drin. Zygankov, Neuzugang hier beim BVB. Mit einem Wahnsinnsabschluss, aber auch mit einer Wahnsinnsparade von Schneider. Sehr geil von ihm hier zu sehen. Mal links, guckt euch mal den Sledgehammer hier an. Alter, der wäre so in den Winkel gesaust. Geile Parade hier von Schneider gewesen. Also aus dem Jungen wird auch irgendwann mal was. Und jetzt haben wir eine Eckballsituation hier vom BVB. Zygankov ist wieder der Anspielpartner. Und Menezes freut sich jetzt einfach mal über die Pille. Leitet sie weiter an Belotti. Der ist jetzt mal ein bisschen unterwegs. Romano Schmid erwartet gleich wahrscheinlich den Pass. Belotti muss so ein kleiner Flügelspieler jetzt werden. Komm, flank ihn einfach rein, auch wenn dann Romano Schmid in der Mitte ist. Ich glaube, das war die beste Option. Kommen wir da sogar noch ran? Wir sind immer noch dran, glaube ich. Alter, schon wieder von hinten weggegrätscht und schon wieder ein Freistoß aus ähnlicher Position. Also die rechte Verteidigerseite vom BVB ist ziemlich gut drauf. Und vielleicht auch ein bisschen aggressiv drauf. Elangar mit der Möglichkeit. Wobei wollen wir nicht sogar vielleicht... Wir haben sogar die Möglichkeit, hier natürlich reinzupfeffern, ne? Und das nutze ich, glaube ich, auch einfach mal. Oh, oh, was? War das doch relativ knapp? Irgendwie hat mein Controller komplett vibriert. Und das ist normalerweise so, wenn wir halt wirklich irgendwie, weiß ich, die Latte gestriffen haben oder so. Es könnte sein, dass es ein guter Dip war. Es war halt ein Versuch wert, okay, auch mal zu schießen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass solche Freistoßflanken noch viel ineffektiver sind als jegliche Eckballflanke. Also, der Versuch war da und war ja auch gar nicht mal so übel. Jetzt gibt es einen Angriff von BVB mit Haaland. Unser Nemesis eigentlich. Ihr könnt euch daran erinnern, hoffentlich. Oder hoffentlich nicht. Haaland auf Gabriel. Gabriel mit auf Haaland zum... Ja. Er ist halt mein Kryptonit. Ich sag es ja nicht... Das kommt ja nicht von ungefähr. Der Typ schießt gegen mich Tore. Ich meine, wen wundert's eigentlich? Es ist motherfucking Erling Braut Haaland, ne?
Wir wissen es aus dem Real Life, Manchester City schießt da auch gerade die Liga kaputt. Ich glaube, 5 Spiele, 9 Tore. Und es ist wirklich einfach absoluter Wahnsinn. Der weltbeste Stürmer. Ich sage es jedes Mal. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, dass der beste Stürmer der Welt ist. Und das beweist er hier mal wieder. Keine Chance für uns, wie er uns da durchgedribbelt hat und so weiter. Dass er hier nur 12 Tore in 21 Partien erzielt hat, ist eine absolute Frechheit und Beleidigung gegen Erling Haaland. Dann machen wir es halt mal über die rechte Seite mit Meneses. Mal gucken, ob der flanken kann. Gar nicht mal so schlecht. Alter, bisschen ins Taumeln sind sie ja da gekommen, die Verteidiger, ne? Ach, keiner möchte zum Ball hin, Freunde. Ihr müsst auch ein bisschen Einsatz zeigen. Ihr verdient mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen im Jahr. Kommt er da ran? Alter Schmied, wie schnell ist der denn? Das muss sein. Ah, wie viel? Ah, er nimmt den Ball halt einfach so beschissen. Der Torwart. Was hat der bitte für eine Mission drauf? Ach man, Romano Schmied, du bist so ein geiler Spieler. Aber wenn du solche Fehler machst, Alter, dann weiß ich auch nicht mehr wirklich weiter. Das wäre eigentlich eine hundertprozentige gewesen. Aber seine Ballannahme war halt wirklich absolut für die Katz. Und Gabriel ist da oben auch die ganze Zeit frei. Ich weiß nicht, Barrios ist gerade mehr vorne als hinten. Haaland wieder, Haaland wieder, Haaland wieder, Pfostenglück. Boah, ey, das ist ein Tier, dieser Haaland. Das ist unbeschreiblich, Freunde. Es ist einfach nicht zu fassen. Du kannst den Typen nicht stoppen. Aber können die Borussen diesen Angriff hier stoppen? Vielleicht können sie das nicht. Belotti, Belotti. Ach, schade. Romano Schmid, tatsächlich, er kommt da noch ran. Romano Schmid, tatsächlich der Ausgleich. Aus der zweiten Reihe erzielt er das Tor für uns, nachdem Belotti leider es nicht geschafft hat. Auch jemand, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ehrlich gesagt. Wobei, er ist der Vorlagengeber von uns. Schön von Romano Schmid angenommen diesmal. Also wenn die von oben kommen, dann kriegt er die besser hin. Also wenn sie auf ihn zukommen von oben, dann kriegt er bessere Annahmen hin. Wahnsinnsding. Schön geschossen, schön platziert. Und damit den Ausgleich für uns erzielt. Und unser Top-Torjäger weiterhin. In den Kommentaren wurde ich glaube in der letzten Episode war das sogar, gefragt, hey Marcel, was ist eigentlich dein Lieblingsspieler? Daraufhin habe ich diese Person gefragt, was meinst du mit Lieblingsspieler allgemein im Fußball? Meinst du in der Karriere? Oder, naja, wie meinst du das denn? Und dann meinte er zu mir in der Karriere, wer ist hier in dieser Mannschaft dein Lieblingsspieler? Und ich habe so ein paar Gedanken, habe ich mir gemacht, okay? Und ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, ich bin mir wirklich nicht sicher, wer mein Lieblingsspieler ist. Es gibt so viele Spieler hier in der Mannschaft, wo ich sagen würde, die machen so viel Spaß. Oh mein Gott, warte. Okay, Tavares zum Beispiel, wirklich. Also es ist für mich halt schwer zu sagen. Es kommt immer auf die Arbeit oder besser gesagt auf die Position des Spielers an. Weil zum Beispiel offensiv, muss ich ganz ehrlich gestehen, in dieser Saison vor allen Dingen ist Romano Schmid ein absoluter Stern im Himmel. Romano Schmid macht einfach extrem viel Spaß, weil der Typ ist gefühlt wie ein Lionel Messi. Der Ball klebt an seinem Fuß und es macht Spaß, durch die Defensivlinie des Gegners zu dribbeln. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir gehen sogar dafür rein, hier in die Leistungsdaten. Während ich hier mit euch darüber diskutiere. Hier haben wir Romano Schmid halt eben an der Stelle. Und ihr seht auch ganz klar hier an dieser Heatmap, das ist auch ein Spieler, der überall irgendwie unterwegs ist. Ne? Er hat sogar in die Innenverteidigerlinie unserer Mannschaft geschafft, ist aber auch vorne im Sturm halt eben vorzufinden. Und das finde ich halt extrem geil, weil ich mag auch das Spiel durch die Mitte und mag es halt auch über den Zehner das Spiel aufzubauen. Also vom Mittelfeld aus, lass erstmal die Achter sein, die den Spielfluss erstmal ein bisschen stoppen. Ne? Auf den Zehner eben spielen und dann theoretisch auch aus der zweiten Reihe mit Romano Schmid eben abzielen. Gefällt mir extrem gut und einer, ja, meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Wenn ich aber zum Beispiel in die Verteidigung gucke, dann fällt mir immer ein Tavares auf. Ich finde, der Typ ist absolute erste Sahne. Ich würde ihm offensiv auch viel zutrauen, aber da sieht man ihn kaum. Guck mal, alle Positionen in dieser Heatmap, wo er sich befunden hat, von da hätte ich nicht flanken können. Vielleicht eine frühe Flanke aus dem Mittelfeld, aber das mag ich nicht ans Spiel. Sondern dann halt eher da, wo meine Flügelspieler stehen, von dort aus zu flanken. Aber ich sage euch wirklich, wie es ist. Sobald ein Ball auf die rechte Verteidigerposition bei Thomas Tavares hingeflogen kommt, der Gegner verliert einfach irgendwie zu 80% den Ball. Und das, finde ich, ist absolut Wahnsinn. Kann man das auch irgendwie hier zeigen? Ich glaube, bei Abwehr kann man das, glaube ich, ganz gut. Na, bei Abwehr zeigt er hier mal gar nichts ab. Aber er wehrt auf jeden Fall extrem viel ab. Da kommt ein weiter Ball oft immer hingeflogen und Tavares hat immer den Ball. Also wenn ich entscheiden müsste, würde ich sogar so weit gehen und sagen, in dieser Saison sind meine Lieblingsspieler Romano Schmid und Thomas Tavares. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wer euer Lieblingsspieler momentan ist hier im Team. Würde mich auch extrem interessieren und vielleicht so eine kleine Begründung dazu. Oh mein Gott, nein. Ich mag es nicht, wenn Dortmund da zum Angriff kommt, weil Haaland, ich sehe den doch die ganze Zeit aufblitzen. Da Bellingham, Jude Bellingham, spitzer Winkel. Und ich habe schon gesehen, der hat Erling Haaland wieder gesucht. Und das ist das, was ich gar nicht daran mag. Aber ich liebe unser Umschaltspiel.
Weiter Ball. Belotti, das muss es jetzt sein. Ist es vielleicht die Chance für die Führung? Oh, ja, ein Stolperball. Der Keeper sah so schrecklich aus. Ein Stolperball, der reinfliegt. Wenn Belotti schießt, halten sie alle, ne? Die Keeper machen dann die Traumparaden vom Herrn halt eben mit rein. Aber wenn er so einen Stolperball macht, dann kriegen die Keeper da nichts unter Kontrolle. Aber auch wahnsinnig gut gesehen hier. Und wieder durch die Mitte gezogen. Und dann, ja, darüber wollen wir jetzt ehrlich gesagt nicht diskutieren. Ich weiß nicht, der Keeper oder sowas hat seinen Sonntagsspaziergang da gemacht, aber auf jeden Fall nicht seine Arbeit. Aber geil auch, wie er seinen Fuß doch noch reingesteckt hat, der Andreas Belotti. Andrea Belotti. Ach, ist sogar ein Eigentor an der Stelle. Das war gar nicht er. Also, das Tor geht ihm auf sein Konto. Also, Belotti kann einem nur leid tun. Ganz ehrlich, ne? Der Typ versucht sehr viel vorne, aber er kriegt irgendwie nicht die Tore. Ja, Dortmund muss jetzt auf jeden Fall wechseln. Vor allen Dingen Gabriel sehe ich absolut als Wechselkandidaten. Jemand, der auf dem Flügel schon sehr unfit war und doch schon oft ein paar Anzeichen hatte. Schöner Zweikampf jetzt wieder mal hier gewesen. Ich glaube, Trippier kam dafür rein. Also auch ein sehr, sehr starker Spieler. Komm, wir stecken mal hoch auf Elangar. Klasse gemacht von Belotti. Und das meinte ich wirklich. Das ist gar nicht der Typ für die Abschlüsse, was überhaupt fern normalerweise von seiner Aufgabe ist. Weil normalerweise ist das ein Typ, sobald der zum Abschluss kommt, ist er brandgefährlich. Aber hier in unserer Saison, ich kann es mir nicht erklären, der ist halt der Vorlagengeber. Der sieht Pässe in den Raum, den sieht sonst kein anderer. Erling Haaland. Oh, in die Mitte gespielt und zum Schuss kam. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Und solche Tore fliegen dann einfach mal rein, wenn du die Leute halt nicht attackierst. 2:2, Ausgleich Dortmund. So schnell kann es halt mal wieder gehen. Und wir sehen es, es war Ocampos. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, um selber mal wieder Wechsel zu forcieren. Zum Beispiel Meneses gefällt mir nicht allzu gut dort. Und da würde ich einfach mal Mbimbi mal wieder ins Getümmel halt schicken. Und Barrios, ehrlich gesagt, will ich auch auswechseln. Der ist mir ein bisschen zu wackelig da auf der Seite. Es kam schon sehr häufig vor. Vor allen Dingen jetzt, wo sie einen frischen Mann haben mit Trippier, will ich halt nicht, dass Barrios da überlaufen wird. Von daher Wechsel, denke ich mal, ist hier die beste Entscheidung. Nächster Angriff und wir machen alles frei. Was macht... Oh mein Gott, fucking hell. Gut, dass Schneider da ist. Ich wollte meine ganzen Leute, die gesamte Abwehrreihe gerade anbrüllen und anschreien. Gut, dass wir Schneider da haben. Kommt hoch. Tavares ist auch ein kopfballstarker Spieler. Wobei, ich habe euch ja gesagt gehabt, dass der Typ die hohen Bälle halt abfängt. Das macht er auch sehr gerne mit seinem Afro. Haaland könnte auch abzielen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Da kommen wir nicht ran. Schneider ist nicht da. Und die tanzen sich irgendwie da durch. Was mir aufgefallen ist, die KI mag das auch wieder sehr, sehr gerne. Einfach mitten reinspielen. Da ist eigentlich eine gesamte Abwehrreihe, die das Ganze abfängt. Aber die denken sich, ja, guck mal hier, man sieht's ja. Eine komplette Abwehrreihe steht da eigentlich vor. Aber die spielen da trotzdem einfach rein, weil so wissen, sie kommen damit durch. Schneider wird bedrängt von den eigenen Spielern schon ein bisschen und kriegt ein bisschen die Sicht geblockt. Dem, na, nehme ich hier gar nichts vor. Und es ist ein 3:2. Schon wieder, übrigens, ne? Das Torverhältnis ist immer absolut brutal. Oder nicht das Verhältnis, sondern das Ergebnis halt. So viele Tore immer in meinen Spielen, das ist einfach unfassbar. Ich glaube, ich wechsle nochmal. Hier in der 80. Minute oder kurz davor. Ceballos, es tut mir leid, aber ich sehe dich nicht auf dem Platz. Ich weiß auch gar nicht, ob du überhaupt da bist. Ich weiß nicht, ob ich mit 10 Mann spiele. Im Bert sehe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil er auch so groß ist wie ein Leuchtturm. Bellingham wurde gerade ausgewechselt. Das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut, weil Bellingham ist ziemlich stark hier bisher im Spiel gewesen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wer dafür reinkommt. Bowen sagt mir jetzt nichts, von daher, ich glaube, ich bin da auf einer ganz guten Seite, dass Bellingham hier den Platz verlassen hat. Auch wenn Bowen halt, jetzt hier auf den Flügeln sehen wir ihn gerade zum ersten Mal am Ball, ein frischer Spieler ist. Oh, guck mal hier, Carstensen zeigt sein Pe... Carstensen, du Lusche! Nee, nee! Carsten, klär die Scheiße. Wenigstens das kannst du. Aber auch nicht perfekt. Ocampos, zurückgelegt, Zygankov. Will er wieder Fernschuss hier versuchen? Nee, in die Mitte einfach gespielt auf Haaland und Schneider ist da. Wehrt die Scheiße ab, bitte. Bitte, wehrt ab. Och, Mann. Damit wurde Werder Bremen gestürzt, glaube ich. Und es ist der neue, ist es der gerade eingewechselt wurde, wo ich gesagt habe, den kenne ich nicht mal. Ey, kaum spreche ich solche Leute an und die machen so ein Tor oder was. Das darf doch nicht wahr sein. The Yellow Wonderwall zerstört Werder Bremen im eigenen Stadion. Aber es war halt auch... Keiner der Verteidiger fühlt sich irgendwie auch nur ansatzweise berufen, hier etwas dagegen zu machen. Ne? Irgendwie wie so ein bisschen, ihr müsst in einen Hühnerstall reingehen und einen Böller zünden. So sieht es dann, es sieht genauso aus. Es sieht einfach genauso aus, ja. Oder du musst in so ein Vogelnest gehen und einfach furzen. Die fliegen dann auch rum. Die flattern dann, das ist einfach 1:1 wie das, was wir hier gerade gesehen haben von unserer Verteidigerreihe. Und deswegen ist es ein verdientes Gegentor. Ach, und dann nicht mal dahin gepasst, wo ich hinpassen wollte. Es ist... In den letzten Minuten dann doch ziemlich schwer für uns gewesen. Oh, guck mal hier, Haaland. Alter, wenn das zum 5:3 wird, dann haben wir aber wirklich jetzt hier etwas erreicht. 5:2 meine ich natürlich.
Eckballsituation. Schneider macht spielt aber gerade ein ziemlich gutes Spiel, muss ich trotzdem sagen. White und Schneider. Vielleicht können wir aber ein bisschen Ergebniskosmetik hier wieder tun, ne? Das wäre auch ganz cool. Wenn wir dann wenigstens ein Tor noch erzielen können? Nee, mit solchen Pässen wird das gar nichts. Wie viele Minuten Nachspielzeit gibt es an der Stelle? 2 Minuten Nachspielzeit. Bowen. Ja, in die Mitte. Seiwald ist irgendwie da. Können wir vielleicht noch einen Angriff starten mit Belotti? Ja. Elangar. Schön gesehen vom Ja. Mambimbi kommt da auch nicht ran. Niemand kommt da ran. Oh mein Gott. Es sind immer torreiche Festivals, aber es freut mich mehr, wenn wir auf der besseren und am längeren Hebel natürlich sitzen. Wir verlieren das Spiel 4-2 gegen Dortmund. Aber das Beste an der Geschichte, unsere Tabellenplatzierung ändert sich nicht. Wir sind immer noch auf Platz 3. Dortmund hat es, glaube ich, nicht mal geschafft, irgendeinen Platz gut zu machen. Aber es ist trotzdem sehr eng, ne? Guck mal hier, wir sehen Hertha BSC auf Platz 7 mit 33 Punkten, wir mit 36 Punkten. Also, wenn wir die nächste Partie verlieren sollten, HSV, oh Gott, bitte nicht HSV in den Mund nehmen. Hertha BSC gewinnt, dann würde Hertha BSC uns sogar schon überholen können. Ich wollte jetzt hier eigentlich ungern den Wettbewerb hier nochmal wechseln. Aber wir müssen ran gegen Union Berlin. Und gegen den 16. würde ich doch schon fast meinen, sollte eigentlich ein Sieg drin sein. Wir gehen ins Teammanagement rein, wir müssen ein bisschen was ändern. Zum Beispiel Seiwald war in der letzten Partie, ich habe mir die Spielerbewertung angeschaut, habe ein bisschen, na, vielleicht keine riesige Analyse betrieben, aber ich habe ein bisschen analysiert, wie meine Spieler gespielt haben. Seiwald und Ceballos waren leider im letzten Spiel ein bisschen faul unterwegs, von daher will ich halt beide gerne auswechseln. Shinji Kagawa zum Beispiel kann reinkommen, beziehungsweise Ceballos würde ich einfach mal auswechseln gegen unseren anderen asiatischen Neuzugang, und zwar Oshima kriegt mal seinen Startplatz hier, sein Startelf-Debüt an der Stelle. Ich will Ferreira wieder mitnehmen. Ich würde auch sehr gerne Erendingshi mal als Stoßstürmer einsetzen, weil Belotti hat dann doch ziemlich viele Chancen liegen gelassen in der letzten Partie. Und das will ich nicht so oft sehen. Schneider hat sich sogar verbessert. Zu Recht übrigens. Doch Hofmann war eigentlich in Ordnung, auch wenn unsere Innenverteidigung insgesamt nicht so geil war. Nyakate kriegt mal eine Pause. Und ich will gerne Amos Pieper wieder einsetzen von Anfang an. Gavrish kam mit gegen Özil. Und ansonsten, komm, wir können Goller mal benutzen, oder? Aber gegen Menezes an der Stelle. Ja, ich glaube, so können wir das gerne mal ausprobieren. Und dann mal gucken, ein paar Wechsel mussten wir vollziehen. Ich überlege sogar, wisst ihr was, ich setze sogar Barrios raus, weil der mir auch ehrlich gesagt nicht gefallen hat. Ja, gab nicht viele, die mir ziemlich gut gefallen haben. Elangar war, ja, das sind eigentlich die Spieler, die mir gefallen haben tatsächlich. Also Hofmann war ganz in Ordnung, Elangar war ganz cool, Schmid war natürlich richtig gut, keine Frage. Und Tavares auch richtig gut. Also von daher, doch, mit dieser Mannschaft, ich gehe rein in die Schnellsimulation. Hier muss ein Sieg her gegen Union Berlin, ganz ehrlich. Und? Yes! Knappe Sache. Echt mega knappe Sache. Wobei die Statistik zeigt eigentlich, wir waren am längeren Hebel und wir sehen es mit 2-1 dann am Ende gewonnen. Und Erendingshi erzielt sogar tatsächlich ein Tor und das könnte ganz interessant werden bei der Frage, wer soll von Anfang an auf der Stürmerposition unterwegs sein. Elangar hat auch nochmal ein Tor erzielt, auch schön zu sehen, und ich würde sagen, wir gehen nochmal gemeinsam in Interview rein, oder? Wir stellen uns nochmal hier kurz der Presse und beantworten nochmal ein paar Fragen. Was gibt es denn hier zum Beispiel aufzutischen, Freunde? Es war bis zum Schlusspfiff eng, sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. Ich sag's mal so, manchmal brauchen wir hoffentlich kein Glück. In Zukunft hoffentlich. Sie konnten die Wende noch schaffen. Die Wende noch schaffen? Was heißt die Wende noch schaffen? Ist ja keine Wende gewesen. Wir lagen ja nie 1-0 hinten. Ich sag einfach, wir waren besser. Ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, ich war bei mir zu Hause und habe mich um andere Sachen gekümmert, aber Glückwunsch, sie konnten den ersten FC Union diesmal besiegen. Wie haben wir denn im letzten Spiel gespielt? Das wisst ihr bestimmt da draußen viel besser als ich. Ihr seid ja als Zuschauer immer irgendwie Schwarmintelligenz und so. Ich sag einfach, erste FC Union Berlin war einfach nicht vorbereitet. Gegen uns ist niemand vorbereitet. Wir nehmen sie alle mit ins Gefängnis. Glaubt ihr, dass die Mannschaft, die ich aufgestellt habe, Bock hat, den VfL Wolfsburg aus Bremen rauszukicken? Ich denke schon. Aber ich glaube, ich will keine Schnellsimulation riskieren. Ich gehe in die normale Simulation rein. Wolfsburg befindet sich auf Platz Nummer 7 und das heißt für mich, dass das eine etwas schwierigere Kiste werden kann. Und deswegen nichts anbrennen lassen. Ich gehe in die normale Simulation, wo ich im Fall der Fälle noch eingreifen kann, wenn es halt irgendwie knifflig werden sollte. Von daher Spiel auf, meine Damen und Herren. Kleine Wechsel gab es an der Stelle. Ich habe nämlich beispielsweise Dingshi von Anfang an eingesetzt, wie ich das auch schon gesagt habe, nachdem er ja gerade einen Siegtreffer für uns erzielt hat und jetzt wieder am Ball ist. Guck mal, das sieht ganz gut aus, der Angriff von uns sogar. Können wir ein frühes Tor hier vielleicht erzielen? Romano Schmid aus der Ferne. Hier ist ein Elangar dran. Hat der vielleicht Lust? Der könnte die Flanke nochmal reinbringen, macht er aber nicht. Wir sehen jetzt hier vielleicht von Barrios. Schmid gefällt mir sehr gut. Guckt euch mal Schmid an! Guckt euch Schmid an! Was ist mit diesem Typen los? Ich glaube, 10 Tore hat er schon erzielt für uns. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich check diesen Typen nicht. Der ist so unfassbar stark in der Saison. Es ist einfach wie in einem Buch. Aber ihr seht schon auf der rechten Seite, die Spieler von Wolfsburg sind auch sehr angeknackst. Also es sind auch wirklich, die Spieler haben auch
Boah, Alter. Ich darf sie nicht kritisieren, weil dann werden sie auf einmal zur Topform hier auflaufen, oder? Oh, wehrt dieses Mistding ab! Wehrt dieses Mistding ab! Ja, gut gemacht. Weil ihr seht, die sind nicht fit bei Wolfsburg. Also so ein bisschen so ein Spiel gegen, weiß ich nicht, Grundschüler. Oh, schade. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ein paar Wechsel gemacht. Goller spielt von Anfang an, Özi spielt von Anfang an, weil er gerne spielen wollte. Also nur so ein paar Wechsel. Aber ihr seht schon, das waren die richtigen Wechsel, weil es läuft ja sehr gut. Alter, guckt euch Wolfsburg an. Guckt euch Wolfsburg. Es war abseits. Ich habe schon das Tor von Dingschi gesehen. Aber Wolfsburg ist so down. Es gibt sogar eine gelbe Karte bei Wolfsburg. Also es gibt vier Spieler vielleicht, die irgendwie noch fit sind. Alle anderen fallen hier gleich tot auf dem Feld um. Also es tut mir schon ein bisschen leid für Wolfsburg, dass wir spielen müssen, weil es wirkt sehr unfair, ehrlich gesagt. Vergleicht mal die ganze linke Seite von Ey, nee. Das ist nicht euer Ernst. Das ist so ein schlechter Scherz. Ich kritisiere meinen Gegner und sofort tagelt's oder was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, als würde mir das Spiel sagen, so von wegen, ach so ist das, ja? Die Wolfsburger können also nicht mehr, ist das so? Oh, Romano Schmid, Dingschi, wurde gehalten von Lunin. Von Real Madrid müsste der kommen, oder? Ist doch so ein Nachwuchskeeper. Naja, egal. Ey, ach, nee, komm, nee, hört auf. Ach komm schon, das ergibt keinen Sinn. Ganz ehrlich, die können ja nicht mal sprinten, die Gegner. Boah, es ist Halbzeitzeit. Wir sehen es, die Statistik, wir sind ganz weit vorne. Ich will eigentlich sogar einfach nur die Simulation fortsetzen, weil ich sehe weiterhin einfach für uns besser, ja, die Chancen. Guckt euch immer noch die Leute da an. Wir müssen das Ding gewinnen und ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft von uns das schaffen kann. Die Mannschaft schafft es nicht! Nee, eingreifen. Das darf nicht wahr sein. Das kann nicht sein, dass wir gegen solche schwachen Gegner, also damit meine ich nicht die individuelle Stärke der Spieler, sondern wirklich weiterhin die Fitness der Spieler, dass wir gegen die es nicht auf die Kette kriegen, Tore zu erzielen. Von daher muss der Papa es halt selber regeln jetzt. Schön. Er kommt da sogar noch ran. Klasse gemacht. Erin Dingschi. Nein, er will nicht. Komm, wir bleiben da nicht am Ball. Ah, das war so schön rausgespielt. Und nichts ist passiert. Aber wir bleiben immer noch am Ball. Die Kiste ist immer noch heiß. Elangar, super Laufweg. Elangar zieht in die Mitte. Na, wohin? Da oben, siehst du ihn? Schön gesehen. Benjamin Goller mit dem Schuss wurde abgewehrt. Es gibt eine Eckballsituation. Perfekte Chance, um vor uns wieder zu wechseln. Mesut Özil kommt raus. Der hat auch mittlerweile nur noch eine 72er. Also er wird immer und immer schlechter, ne? Wir haben jetzt leider kein ZOM mitgenommen. Wobei ich kann Romano Schmid da natürlich reinsetzen. Özil kommt dann raus. Rafael Imbert kommt rein. Und damit habe ich einen Leuchtturm für so eine Eckballsituation. Und wir brauchen mal wieder ein Eckballtor. Es ist ein bisschen was her, oder? Habt ihr Bock? Seiwald, hast du Bock? Pieper, hast du Bock? Oh, er hätte wahrscheinlich Lust, aber der Ball hat keine Lust. Oh nein, nein, da steht keiner. Oh, der geht daneben. Wie viel Glück kann man haben? Ja, was heißt wie viel Glück? Es ist auch so ein bisschen verdient. Alter, wie scheiße schießt der? Das war ja nicht mal Außenriss. Das war wirklich die Bauernspitze, ne? Komm, die haben jetzt schon das dritte Mal gewechselt. Vorhin haben sie Maximilian Arnold nämlich rausgenommen. Die bräuchten eigentlich 7 Wechsel. Ganz ehrlich, die müssen das ganze Team eigentlich durchrotieren. Oh, mach keinen Scheiß, Niakate. Schön. Oh, schick ihn. Ich kann kein Deutsch mehr. 72. Minute, 73. Minute vielleicht. Ich will wenigstens einen Punkt aus dieser Partie rausholen. Eine Niederlage kann ich einfach nicht auf mich sitzen lassen. Pareda ist gerade eingewechselt. Oh, der setzt sich gegen 2 durch mit einem Wahnsinns-Dribbling. Und jetzt behindern sich 2 eigentlich. Oh, zum Schuss. Pavlenka. Ich glaube, der ist nicht rangekommen. Ich glaube nicht, ne? Ne, das müsste einen Abschluss geben. Das ist gut für uns. Direkter Ballkontakt also für uns. Können wir uns hier vorsichtig was aufbauen? Das ist echt schwer. Die stehen, obwohl sie halt vorne liegen mit 2:1, sehr weit offen, ne? Die stehen sehr weit bei uns. Aber jetzt geht... Wie kann man das verkacken, Tabaris? Ich habe dich in höchsten Tönen gelobt. War wahrscheinlich der Fehler. Ich hätte ihn nicht loben sollen. Dann wäre das auch nicht passiert. Dann wäre das wahrscheinlich durchgekommen mit dem Ball. Na, Alter, was ein Passspiel. Alle Gretchen gehen daneben und dann steht er da komplett frei. Weil Tavares auch komplett das, die Abseits komplett aufhebelt im Alleingang. Und Evan Nilsson schon wieder mit einem Tor gegen uns. Doppelpack für ihn. Und das müsste der Deckel für uns sein. Scheiße, es läuft gerade gar nicht. Was ist das für eine Episode heute? Und das gegen Wolfsburg. Guckt euch mal Van de Beek zum Beispiel an. Der kann ja nicht mal stehen mehr. Oh Mann. Nicht mal Einwurf für uns. Elangar, setz einfach dein Tempo ein. Weil du kannst es auf jeden Fall besser als da, die Nummer 2. Flank ihn rein, da sind genügend Spieler in der Mitte. Da ist doch keiner, den du anspielen sollst. Jetzt, Seiwald mit dem Schuss, Seiwald, nein. Der müsste abpfeifen. Fucking hell, ey.
3:1 verloren. Ey, wir kriegen gerade echt dicke Kisten rein. Das gefällt mir gar nicht. Schaut mal, zu was das geführt hat. Wir sind jetzt auf Platz 5 und Wolfsburg hat uns tatsächlich überholt. Und nicht nur Wolfsburg, sondern auch Bayern München ist echt nach oben geschossen. Das habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Auf Platz 3 sind die ja. Die waren ja mal ein bisschen weiter nach unten geschossen. Aber gut, ne, darf man jetzt auch gar nicht groß kritisieren. Leverkusen befindet sich immer noch auf Platz 1. Das ist immer noch, glaube ich, die krasseste Geschichte, dass Leverkusen gerade drauf und drauf dabei ist, eben Meister zu werden. Wobei wir sehen gerade, das ist mir gar nicht aufgefallen, wir haben ein Spiel weniger als Bayern München und Wolfsburg. Also Wolfsburg können wir noch überholen, Bayern München jetzt zwar nicht mehr, aber den vierten Platz können wir uns wieder ergaunern. Von daher gegen Mainz 05, die sich auf Platz 8 befinden, muss auch eine ganz bockstarke Mannschaft hier nach vorne gebracht werden. Von daher mag ich doch einfach mal ganz kurz so ein bisschen hier wieder rumrotieren. Erdingschi gefällt mir zwar ganz gut, aber ich glaube, Mambimbi setze ich einfach für Menezes ein und ich glaube, das reicht sogar, ne? Ich denke mal, die Mannschaft, so wie sie jetzt hier steht, ist eigentlich ziemlich solide und ich glaube, auch mit einer Schnellsimulation wird hier wahrscheinlich ein Sieg für uns rausspringen. 2:1, yes! Und es ist ein Doppelpack von Romano Schmid, Junge, was ist mit diesem Typen los? Der schießt hier Tore bis zum geht nicht mehr. Der ist eine Maschine, Freunde. Doppelpack schon wieder von Schmid. Was ist denn los mit dem? Ich gucke eben ganz kurz mit euch in die Torjäger-Tabelle, weil ich das Gefühl habe, der ist... Eigentlich müsste er locker in der Top 10 mit drin stecken. Ist das denn noch so? Auf Platz 4, Tatsache. Wahnsinn. Du müsstest da eigentlich so jemanden wie Belotti sofort sehen, ne? Wenn du eigentlich da... Stell dir mal vor, das passiert im Real Life, ne? Dass so ein Belotti zu Werder Bremen wechselt. Du gehst eigentlich immer davon aus, dass der ganz oben steht, wenn da jemand von Werder Bremen steht. Und dann ist es einfach Romano Schmid mit 12 Toren in 22 Spielen. Der ist da oben mit Leuten wie Haaland. Der ist da oben mit Lewandowski. Eva Nilsson hat nicht mal so viele Tore geschossen. Einfach geisteskrank, dass dann Romano Schmid oben ist, der mit 12 Toren da um die Ecke kommt. Daran seht ihr halt wirklich, wie ich euch das gesagt habe, dass ich das Spiel über die Zehner halt wirklich sehr gerne habe. Monatsbericht Jugendmannschaft, hoffentlich ist da nichts Großes passiert und wir sehen, ah schade, da ist tatsächlich was passiert. Bei Cook nämlich, der in Anführungszeichen nur noch ein Potenzial von 90 hat. Aber wenn es um ein Potenzial geht, was zwischen 84 bis 90 liegt, da darfst du dich eigentlich nicht beschweren. Das ist halt schon ziemlich krass. Dementsprechend, also aus dem wird immer noch etwas sehr, sehr Gutes und genauso geht es auch unseren Vitols hier. Wobei ich weiß gar nicht, kommt hier jemand aus Lettland? Kann jemand die Sprache vielleicht? Was ist das für ein I? Das ist einfach ein I mit einem Balken darüber. Es könnte ein T sein. Aber es ist kein T, es ist, denke ich mal, ein I, sonst heißt es ja Vitols. Aber, ja, keine Ahnung, ist ja auch relativ egal. Arminia Bielefeld war, glaube ich, hier der nächste Gegner für uns und ich glaube, das muss ich halt eben wieder simulieren. Es tut mir auch leid, dass diese Saison so durchgepusht werden muss, aber ihr dürft hier nicht vergessen, dass wir halt nicht mehr so viel Zeit haben. FIFA 23 steht kurz vor der Tür, es wurden ja auch schon Ratings unter anderem geleakt und so weiter. Also es geht sehr viel, es geht sehr krass ab auf jeden Fall in der Szene. Und dementsprechend, wir müssen das Pacing oben halten, weil ich möchte ja zum Start von FIFA 23 für euch gemeinsam dann auch eine Karriere, wie gesagt, starten und möchte nicht irgendwie unnötig Zeit verlieren. Von daher, Freunde, entschuldigt mich die ganzen Simulationen, es muss gemacht werden, aber es gibt ja auch ein cooles Video für euch. Alter, 4:1! Boah! Naja, aber es gibt auch noch ein cooles Video für euch für die vierte Saison, wie gesagt. Mesut Özil auch mal wieder mit dem Tor. Und was für ein Tor. Guck mal, in der 75. Minute wurde er eingewechselt, um in der 76. Minute das Tor zu erzielen. Elanga hat auch nochmal ein Tor erzielt. Wer hat noch Tore für uns geschossen? Menezes. Natürlich! Natürlich! Ja klar. Es muss ja Romano Schmid sein. Ja natürlich, wer denn auch sonst, wenn nicht er. Und zum krönenden Abschluss gibt es aber nochmal ein Spiel, was wir spielen werden. Gegen den SC Freiburg, nämlich gegen Platz Nummer 12, gehen wir nämlich ran in der Partie. Und ich würde sagen, da wir uns jetzt hier gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner jetzt gerade prügeln werden, würde ich doch meinen, dass wir hier ein bisschen mehr rotieren können. Weil ich bin gerade so ein bisschen durch mein Team durchgegangen, habe mir so ein paar Spieler von uns nochmal angeschaut. Ich glaube, Ferreira will ich lieber hier spielen. Habe mir ein paar Spieler von uns angeschaut, vor allem so Jugendspieler von uns und so. Und ich habe einfach Bock bekommen, diese Jugendspieler doch auch mal einzusetzen, Freunde. Zum Beispiel haben wir ja hier noch einen Maris, der immer noch ein aufregender Mann für die Zukunft ist. Gavrish würde ich auch sehr gerne sehen, wobei er kann hier wahrscheinlich nicht spielen, ne, weil er auch als Stürmer eher... Ja, dann würde ich sagen, packen wir ihn zumindest auf die Bank und dann hoffentlich im Spiel können wir ihn einsetzen. Goller ist auch nicht zufrieden mit seiner Spielzeit. Werde ich ihm die Spielzeit jetzt geben? Weiß ich nicht, eher wahrscheinlich nicht. Im Bert spielt man von Anfang an, meine ich doch einfach mal hier so durchzuführen. Und ein Hofmann muss selbstverständlich auch von Anfang an spielen. Und dann gehe ich, glaube ich, mit dieser... Wobei, nee, komm, Schneider kriegt auch nochmal seine Chance. Der darf auch nochmal eingesetzt werden. Niakate ist jetzt hier der Capitano. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wobei, wer soll es eher machen, ne? Ich glaube, das ist wirklich dann eher der Bessere hier. Vielleicht im Bert, weil er die Mannschaft auch lange schon kennt und so. Aber nee, ich glaube, damit mache ich das jetzt einfach mal so.
viel Rumrotation, aber weil ich auch einfach Lust habe, diese Jugendspieler auszuprobieren. Die wollen alle spielen, ich möchte sie spielen sehen und deswegen, Freunde, gegen SC Freiburg ist, glaube ich, die beste Situation, um das Ganze auszuprobieren. Wir gehen rein. Ja, irgendwie muss ich sagen, 15 Minuten hier im Spiel haben wir schon gespielt und es ist tatsächlich gar nichts passiert. Also der Keeper hatte zwar gerade den Ball in der Hand, aber das liegt eher daran, weil eine Flanke komplett missraten ist von Barrios und da überhaupt gar keine, ja, weiß nicht, Gefahr irgendwie ausgestrahlt hat. Aber ansonsten ist das eher so eine Partie, wo viele Fehlpässe wieder das Spiel schmücken und wo nicht so wirklich irgendjemand eine Idee hat. Aber jetzt vielleicht. Guck mal hier, mit Elangar aus dem Spitzenwinkel in den Abseits. Ins Abseits gerollt. Nicht in den Abseits, ins Abseits gerollt. Es ist irgendwie charakteristisch für dieses Spiel. Es zeigt irgendwie, wie gesagt, dass nicht die Kreativität der Spieler irgendwie da ist. Sowohl bei Freiburg als auch bei uns halt nicht. Ich meine, guck mal hier zum Beispiel. Wieder richtig gut gemacht. Also individuell kommt zu coolen Szenen, aber dann kommt sowas halt zustande. Genau. Oh, Elangar. Schön gesehen auf Menezes. Jetzt aber komm schon, bitte, einer mal, der hochspringt, einer, der gut flanken kann. Es ist beides nicht da. Und wie gesagt, es bleibt weiterhin dieses typische Spiel. Keiner möchte so richtig. Und deswegen kommt es auch zu keinen großen, wichtigen Situationen. Oh, jetzt aber ein Angriff hier von Freiburg. Gut, dass wir Schneider da stehen haben, der bisher wahnsinnig gute Spiele hat, wenn er gespielt wird. Und damit auch eigentlich die erste große Chance überhaupt in diesem Spiel. Leider ist es von Freiburg, aber das kannst du dir ja manchmal gar nicht selber aussuchen. Oder jetzt beginnen wir mal. Siehst du ihn? Caio Ferreira. Ich sage immer entweder Caio oder Ferreira. Das ist ganz weird. Ich glaube, auf seinem Trikot steht irgendwie Caio. Aber da heißt es irgendwie Ferreira. Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden. Oh, weiter Ball. Diallo. Wohin geht's mit der Pille? Freiburg ist mal ein bisschen am Drücken. Und diesmal ist die Kreativität auf deren Seite. Und wahrscheinlich auch... Oh, Schneider. Schneider. Ich hatte ein bisschen Schiss gekriegt. Ich habe auch ein kleines Klößchen in meinem Popo. Mein lieber Scholli, Freiburg, oder was? Oh, die haben auf einmal irgendwie Blut geleckt an der Stelle und kommen zum Schuss und kommen zum 1:0. Kurz vor der Pause, da wo es am meisten wehtut und irgendwie spiele ich heute nicht gut. Ist es vielleicht das, was es ist? Weil sobald ich selber irgendwie spiele, kriegen wir nur noch Gegentore. Heute ist kein guter Tag anscheinend. Ich hätte alles durchsimulieren müssen. Wahnsinn schon wieder gewesen. Freiburg, wie gesagt, hat Blut geleckt. Die kamen einmal, haben die erste Chance hier des Spiels überhaupt rausgedonnert und ja, bisher ist Freiburg irgendwie am längeren Hebel. Kommt auf viel mehr Angriffe und viel effektivere, sonst hätten sie ja kein Tor erzielt. Mal gucken, was wir aus den Sachen noch machen können, kurz vor der Pause. Elangar mit einem kleinen Dribbling wird abgedrängt und das war's. Der Schiedsrichter müsste jetzt zur Pause abpfeifen. Was bedeutet für uns, dass wir, ja, ins große Meeting gehen müssen? Wo sind denn unsere Schwächen? Überall? Den Ballbesitz können wir sehr, sehr gut, Alter. 58% Ballbesitz. Es ist mehr oder weniger unser Spiel. Aber dann die restlichen Sachen sehen nicht so geil aus. Passgenauigkeit ist auf einer Höhe. Aber wir sehen schon, schusstechnisch, also in der Offensive sind sie besser. Und ich glaube, zur Offensive kommen sie durch das bessere Dribbling besser ja, rein überhaupt. Abgefangene Bälle sehen wir auch relativ viele. Es ist irgendwie, ja genau, Ballbesitz können wir nochmal reingehen. Da sehen wir vor allen Dingen auch auf der Heatmap, dass wir viel unterwegs sind. Hier haben wir auf einmal 60% Ballbesitz. Wie können wir hier 60% Ballbesitz haben und hier 58? Was ist das für eine Scheiße? FIFA, wenn du uns schon so überzeugen möchtest mit richtig geilen Statistiken und so, dann macht sie gefälligst richtig. Wie kann ich denn hier 60 haben? Ach, I don't know. Naja, egal, guck mal. Ne, man sieht es halt hier ganz gut. In jeglicher Spielsituation haben wir dominiert. Vor allem in den ersten 15 Minuten haben wir extrem dominiert. Im Schussverhalten brauchen wir, glaube ich, gar nicht reingehen, weil da gibt es nicht wirklich viel drüber zu diskutieren. Vielleicht die Pässe können wir nochmal drüber schauen. Wir haben viel mehr Pässe als die, 18 mehr als die. Boah, weiß ich gar nicht. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem unserer Mannschaft? Boah, ein Strahl, ein Hammer, ein Augenschmaus. Erindinci sorgt dafür, dass meine Nachbarn wahrscheinlich gleich hier vor der Tür stehen und mich fragen, Marcel, warum schreist du hier so blöd rum? Aus dem Winkel mit dem Linksfuß? Wahnsinniges Tor! Habt ihr die Curve gesehen? Wenn nicht, dann schaut jetzt nochmal genau hin. Von da! Boah, was ein Tor! Und es wird verdrängt von irgendeiner scheiß Flagge eines scheiß Freiburg-Fans, Mann. Hätte der nicht kurz warten können, bis er das rumschwenkt? Boah, was ein Tor. Und ich würde sagen, die Halbzeitanalyse, die hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Wobei, hatte die irgendwas damit zu tun gehabt, dass wir hier ein Tor erzielen? Wahrscheinlich eher weniger, aber boah, lecko mio. Was ein Tor. Und es geht weiter. Es hört nicht auf. Menezes Flanke. Dingshi, Kopfball. Oh, wie knapp. Dingshi fast mit einem Doppelpack hier. Also er beendet so ein bisschen die Frage, wer von Anfang an spielen soll. Weil wenn ein Belotti keine Tore schießt, dann tut es mir fast schon leid. Aber dann muss halt Erin Dingshi spielen. Ich wechsle aus. Ferreira, Gavrish kommt rein.
Weil Ferreira ist auch mal wieder nur, naja, sporadisch auf dem Feld. Sieht man nicht so häufig den Jungen, deswegen kommt. Oder Kayo, wie man ihn auch immer nennen möchte. Wie viel Freiraum der Typ hat. Oh mein Gott, Niakate, wie so ein Zug, Alter, der ihn von den Schienen geboxt hat. Holy shit, wie der angerannt kam. Erendingshi? Nee, kann kein Dribbling starten, leider an der Stelle. Aber wie viel Freiraum die schon wieder hatten. Was ist denn bitte los mit unserer Innenverteidigerstrategie? Und was war das bitte für ein absolut abscheulicher Pass? Ja, Wahnsinn. Puh, schon wieder der Freiraum. Freunde, wir können auch ein 1:1 verteidigen. Ne? Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ihr alle da vorne... Schnei, da! Puh! Auf Hochtouren, dieser Junge. Auf fucking Hochtouren. Wohin gehen wir mit Gavrish? Spielen wir nach unten? Menezes. Natürlich. Flanke. Nein, abgewehrt. Erendingshi. Gute Schussfinte, wollte ich schon meinen. Aber dann war es dann doch irgendwie nicht cool. Es war eine coole Idee, aber der Gegenspieler wusste irgendwie Bescheid, was er davor hat. Und jetzt ist Freiburg wieder am Drücker, Freunde. Castro Montes. Über den geht alles gefühlt wieder mal, ne? Flanke von dem. Barrios will da ran, aber kommt nicht ganz gut ran. Aber er flankt Gott sei Dank nicht. Und hier Fehlannahme. Und von uns auch genauso. Wir können den Ball irgendwie gerade nicht verteidigen. Oh, komm schon. Barrios, stell den Fuß da rein. Dein Körper, spring irgendjemand. Nein. Mann, es ist schon wieder eine Niederlage oder was? Und schon wieder irgendwie ein Tor in der 80. Minute, dass sie sich da reinschlängeln. Es müssen wieder Wechsel vollzogen werden. Alles wieder nach vorne. Ceballos raus. Seibald rein. Mambimbi rein. Menezes raus. Boah, Mambimbi kämpft ja richtig wie ein Tier. Wie ein Stier. Gavrish. Kann der überhaupt flanken? Egal. Oh, spielt zu Mambimbi, wollte ich sagen. Es muss ein Eckball geben. Es gibt keinen Eckball. Das wäre die letzte. Das war wahrscheinlich die letzte Chance für uns. Maxi Eggestein wird ausgewechselt. Das war wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für uns. Eine Minute Nachspielzeit, das reicht nicht aus. Außer wir kriegen jetzt instant den Ball. Was ich nicht weiß. Elanga, wir kriegen instant den Ball. Vorwärts. Renn. Durch. Ah, hihi. Nee, Mann. Es war heute eigentlich ja ein solider Tag. Wir haben Siege geholt durch die Simulation, aber halt auch Niederlagen geholt, wenn ich gespielt habe. Also es hat sich irgendwie so ein bisschen ausgeglichen. Aber es... Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir besser vorgestellt. Ich habe es mir ein bisschen schöner vorgestellt als diese Bilanz hier. Und so viele Niederlagen, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ferreira meldet sich nochmal bei uns und spricht über seine Position anscheinend, über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte ihn nur versichern, dass ich alles tun werde, um der Mannschaft Erfolg zu geben. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich ihn als Zehner eingesetzt habe. Und Embert wollte ja auch spielen, das habe ich ihm auch ermöglicht und deswegen ist er auch froh darüber. Alter, es ist der Wahnsinn. Was in der heutigen Episode passiert ist, spielerisch... Es war irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt. Für das Nationalteam abgestrichene Spieler sehen wir hier nochmal. Ja, es ist cool, die Spieler da zu sehen. Es ist aber auch halt cool, dass ich jetzt eine Pause fassen kann, eine kleine, weil es lief ja jetzt gerade nicht so wirklich sonderlich effektiv für uns. Ja, Freunde, trotzdem, wenn euch diese Episode gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann, ja, hoffentlich mit besseren Ergebnissen. Haut rein und tschüss, tschüss.